Das Journal bei regio.tv Bodensee. Herzlich willkommen zu aktuellen Nachrichten aus der Region. Heute berichten wir über den Schweinemastprozess in Märklingen. Und diese Themen haben wir außerdem für Sie. Elektronikschule. In Tettnang wurde die neue E-Lernfabrik eingeweiht. Außerdem plastikfrei. Eine Ravensburgerin gründet einen Unverpacktladen. Und warm. Die Temperaturen steigen morgen weiter. Vor knapp 2 Jahren haben Tierschützer in einem Schweinemastbetrieb in Märklingen schockierende Bilder aufgenommen. Zu sehen waren verletzte und sterbende Tiere in einem völlig verdreckten Stall. In Ulm läuft nun der Prozess gegen den Amtstierarzt, der den Vorwürfen als erster nachgegangen ist. Laut seinem Bericht habe es keinen Grund zur Beanstandung gegeben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte Strafvereitelung vor. Wollte der Tierarzt den Schweinewirt schützen? Das will das Gericht in den nächsten Wochen klären. Verletzte und leidende Tiere, verdreckte Ställe und hygienische Missstände. Das alles dokumentieren vor 2 Jahren Tierschützer in einem Schweinemastbetrieb in Märklingen. In Ulm läuft derzeit die Verhandlung gegen einen Tierarzt des Landratsamts Alb-Donau. Er soll als erster die Vorwürfe der Tierschützer prüfen. Sein Fazit: Es seien keine tierschutzrechtlichen Mängel festzustellen. 4 Tage später erst stellen weitere Tierärzte des Landratsamts und des Ministeriums für ländlichen Raum erhebliche Verstöße fest. Daher wirft die Staatsanwaltschaft dem Amtstierarzt vor, dass er vorhatte, den Schweinewirt mit seinem Bericht zu schützen. Das Gericht hörte am heutigen 2. Verhandlungstag 2 Vorgesetzte des Angeklagten. In den Aussagen klang an, dass das Landratsamt durch den öffentlichen Druck gezwungen war, die Vorwürfe trotz Personalmangel schnell zu prüfen. Daher sei der Angeklagte alleine im Betrieb gewesen und hätte gar keine umfassende Prüfung schaffen können. Diese sollte in den nächsten Tagen folgen, das sei klar gewesen, so ein Vorgesetzter. Mit diesem Wissen hätte es für den Angeklagten keinen Sinn ergeben, zu versuchen, die Missstände zu vertuschen. Weder Verteidigung noch Staatsanwaltschaft wollten sich zum laufenden Verfahren äußern. Wenn der Prozess am kommenden Montag fortgesetzt wird, dann soll auch der Mann vernommen werden, der diese Aufnahmen gemacht hat. Friedrich Mühlen von der Organisation Soko Tierschutz. Der Schweinewirt selbst muss sich nicht verantworten. Er gilt als nicht verhandlungsfähig. Eine Verurteilung des Amtstierarztes erscheint derzeit unwahrscheinlich. Der Vorsitzende Richter geht laut eigener Aussage von einem Freispruch aus. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Nach zahlreichen Beschwerden von Gästen des neu eröffneten Centerparks bei Leutkirch bleibt der Park jetzt länger geschlossen als zunächst angekündigt. Der Ferienpark wird frühestens am 22. Oktober wieder eröffnen. Der Pressesprecherin Sabine Huber zufolge gäbe es noch Probleme bei der Warmwasserversorgung und im Glasfasernetzwerk. Nach der Eröffnung des Parks am 1. Oktober hatten sich die Urlauber zum Beispiel über unfertige Wohnungen und fehlende Strom- und Wasserversorgung beschwert. Daraufhin wurde gestern der Park geschlossen, um die technischen Probleme zu beheben. Weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie im Überblick. Baden-Württemberg in Sippenhaft. Die neue Düngeverordnung ist vor über einem Jahr in Kraft getreten. Durch sie soll das Trinkwasser besser geschützt werden. Es sei aber noch zu früh, um eine Bilanz der Maßnahme zu ziehen, sagte die grüne Europaabgeordnete und Leutkircher Bäuerin Maria Heubuch. Das Problem der Gewässerbelastung durch Nitrat bestehe vor allem in norddeutschen, extrem viehreichen Landstrichen. Baden-Württemberg sei durch die bundesweite Verordnung praktisch in Sippenhaft genommen worden. Die Bahn dreht den Geldhahn zu. Der Bund hat auch keine sonderlichen Ambitionen, die Elektrifizierung der Bahnstrecken, darunter auch die Bodensee-Gürtelbahn, voranzutreiben. Dabei wird der Bodenseekreis in der kommenden Woche darüber entscheiden, die Planungskosten für dieses Projekt mitzutragen. Die Stadt Friedrichshafen hat das bereits positiv entschieden. Nur so hat die Bodenseegürtelbahn nach Ansicht des Landrats auch eine Chance. Man habe Signale aus Stuttgart und Berlin, dass eine Finanzierung der elektrischen Bodenseegürtelbahn bei Übernahme der Planungskosten durch Land, Kreis und Kommunen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich sei. Vielleicht bewegt sich auf der Bahn entlang des Sees ja dann doch noch etwas. Der Pegelstand des Bodensees ist sehr niedrig. Zwar hat er den historischen Minimalwert noch nicht erreicht, er lag am Dienstag mit 2,97 Metern am Konstanzer Pegel jedoch weit unter den Durchschnittswerten und dem Wert des vergangenen Jahres. Selbst an der Freitreppe des Uferparks kann man auf den Strand laufen und wer keine Angst vor nassen Füßen hat, kann bequem im Niedrigwasser spazieren gehen. Am Pegel des Fähranlegers in Friedrichshafen ist das Wasser bereits so tief
gesunken, dass gar keine Messlatte mehr ausreicht, seine Höhe anzuzeigen. Bei zurückgehendem Wasser taucht jedoch immer mehr Müll auf, der in den See geworfen wurde. Getränkedosen, Plastiktüten und die Reste von Einwegverpackungen sind dort zu finden. Viele Menschen, die den See besuchen, kümmern sich selbst um die Sauberkeit und entsorgen den Müll. Die Entwicklung des Pegelstands am Bodensee wird für die nächsten Tage eher gleichbleibend sein. Nur vermehrte Niederschläge können den Wasserstand noch etwas steigen lassen. Rathaussteg gesperrt. Am Montag hat die Stadt die Fußgängerbrücke über die Donau gesperrt. Der Grund? Schäden an tragenden Elementen durch eingedrungene Feuchtigkeit. Der Bauhof hat die Arbeit bereits aufgenommen. Laut Stadt soll der Rathaussteg zeitnah wieder benutzt werden. Im Herbst stehen weitere Arbeiten an der Brücke an. Dann soll das Dach ausgebessert werden. Der Projektentwickler Adventus möchte neben dem Immendinger Bahnhof ein Hotel errichten. Jetzt hat sich das Denkmalamt eingeschaltet, weil es zwischen den beiden bestehenden Gebäuden, die abgerissen werden sollen, ein erhaltenswertes Badehaus vermutet. Allerdings ist es in der Gemeinde nicht bekannt, dass dort jemals ein Badehaus gestanden hat. Adventus muss jetzt auf den Vorstoß des Denkmalamtes antworten, sieht der Situation aber gelassen entgegen. Ohne ein Denkmal auf dem Grundstück sei der Projektentwickler allerdings freier in der Gestaltung des Areals. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Journal. Industrie 4.0, das ist die Digitalisierung der industriellen Produktion. Und die ist gerade im vollen Gange. Auch die Schüler der Elektronikschule in Tettnang sollen deshalb auf den neuesten Stand der Technik ausgebildet werden. Wie genau das aussieht, hat sich meine Kollegin Alena Ehrlich mal genauer angeguckt. So sieht sie aus, die neue e-Lernfabrik 4.0 an der Elektronikschule in Tettnang. 1,50 Meter breit, 7 Meter lang und insgesamt 1,1 Millionen Euro teuer. Mit ihr sollen die Schüler auf die Anforderungen der Industrie 4.0 vorbereitet werden. Denn fest steht, der Grad der Automatisierung wird in den kommenden Jahren noch deutlich steigen. Viele Fertigungsanlagen arbeiten schon heute intelligent und vernetzt. Für Schulleiter Jochen Bürstle liegt die Herausforderung vor allem in der Komplexität und der Vernetzung der Anlagen. Für uns als Schule ist es eine ganz, ganz wichtige technologische Entwicklung. Mit dieser Anlage können wir eben die aktuellen technischen Entwicklungen, die ja mit einer unheimlichen Geschwindigkeit vor sich gehen, abbilden und ganz innovativ das Zusammenspiel von der Informationstechnik mit der Automatisierungstechnik darstellen. Die e-Lernfabrik besteht aus 6 verschiedenen Modulen, die jeweils einzeln steuerbar sind. Das sind zum Beispiel Roboterarme, die Aufgaben erledigen, Kameras, die Situationen erkennen oder einfache Transportbänder. Durch ein spezielles Softwaresystem sind diese Module wiederum untereinander vernetzt und können je nach Auftrag individuell eingesetzt und kombiniert werden. Je nach Berufsbild werden die Lehrkräfte nun verschiedene Lerneinheiten für die neue Anlage entwickeln. Dass durch die Industrie 4.0 wichtige Arbeitsplätze verloren gehen, befürchtet Schulleiter Jochen Würstle nicht. Also unsere Berufe sind natürlich unheimlich zukunftssicher, weil, so wie wir es heute zum Beispiel auch im Vortrag gehört haben, die Software ist im Endeffekt etwas, wo zukünftig in jedem intelligenten Bauteil mit dabei sein wird. Im Bereich der intelligenten Steuerungen wird Software mit dabei sein, aber natürlich auch die entsprechende Hardware. Und deswegen ist das sicherlich der Zukunftsbereich für uns ein Standort und natürlich auch für die Region hier in Tettnang. Dass Industrie 4.0 auch in der Region ein großes Thema ist, zeigt auch die Bereitschaft der Firmen, in die e-Lernfabrik zu investieren. 400.000 Euro sind alleine durch die Spenden von 30 Unternehmen zusammengekommen. Das Land übernimmt weitere 500.000 Euro und der Bodenseekreis als Schulträger 200.000 Euro. Eine Investition, die sich lohnen wird. Davon ist zumindest Landrat Lothar Wölfle überzeugt. Wir sind ja eine Hochtechnologieregion hier am Bodensee, am nördlichen Bodenseeufer, der Bodenseekreis insgesamt. Aber speziell hier in Tettnang gibt es ja enorm viele Firmen, die im Bereich der Elektronik unterwegs sind, die längst sich auf den Weg gemacht haben und mittendrin sind in der Digitalisierung, in der Industrie 4.0. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir als Schulträger, dass wir im Bodenseekreis auch die entsprechenden Fachkräfte ausbilden können. Und da ist es Gold wert, dass wir die Lernfabrik 4.0 haben. Die Elektronikschule Tettnang gehört mit ihrer e-Lernfabrik übrigens zu einer von insgesamt 15 Modellschulen in Baden-Württemberg. Das i im Namen der Tettnanger Anlage steht für individuell.
Denn zu kaufen gibt es diese Anlage nicht. Sie wurde speziell für die Elektronikschule in Tettnang zusammengestellt. Dann kann die Industrie 4.0 ja kommen. Wir bleiben beim Thema Digitalisierung. Beim 22. Kommunalforum BW in Baden-Baden hat der Bürgermeister von Amszell aufgezeigt, wie seine Gemeinde im Landkreis Ravensburg sich für die digitale Zukunft aufstellt. Auch als Gemeinde mit 4000 Einwohnern, so Clemens Moll, könne man die Weichen stellen. Zum Beispiel nannte er die Gemeinde-App, ein Feldtest mit Tablets für Senioren. Oder auch die Ausstattung von Schulen mit digitalen Hilfsmitteln. Seine Ziele? Menschen zusammenbringen, Schaffung eines Wir-Gefühls sowie eine emotionale Bindung zur Gemeinde. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region. Es wird kein Parkdeck auf dem Kressbronner Strandparkplatz geben und damit auch vorerst keine Entspannung der Parksituation am See im Hochsommer. Im vergangenen Jahr hatte sich der Gemeinderat ganz grundsätzlich für ein dreischossiges Gedeck ausgesprochen, da durch die geplante Ufernaturierung und den Ausbau des Bodan-Areals zusätzliche Urlaubsgäste zu erwarten seien. Doch der Regionalverband sieht ein dreigeschossiges Parkdeck kritisch und alle darunterliegenden Lösungen seien zu unwirtschaftlich, weshalb die Verwaltung einen Bebauungsplan vorschlug, um wenigstens den Status quo zu erhalten. Doch der Gemeinderat sprach sich dagegen aus. Konsens bestand schließlich nur darin, zu prüfen, ob der unbefestigte Platz westlich des Strandparkplatzes mit Schotterrasen versehen werden kann. Die Frau im Fokus. Wenn sich Frauen nicht einbringen, wird die Digitalisierung eine rein männliche Geschichte, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Sandra Knörr. Aus diesem Grund steht die Auftaktversammlung der diesjährigen Frauenwirtschaftstage unter dem Titel Chancen für Frauen in der Digitalisierung. Sie findet am Dienstag, den 16. Oktober, von 17.30 Uhr bis 20 Uhr im Innovations- und Technologiezentrum ITZ am InnoCamp statt. Angesprochen soll sich jede Frau jeden Alters fühlen und auch Männer sind nicht ausgeschlossen, der kostenlosen Veranstaltung beizuwohnen. Schließlich sollte das Thema Frauen und Digitalisierung auch so manchen Chef und andere Männer interessieren. Die Rathaussanierung in Ravensburg soll 1,6 Millionen Euro mehr kosten, also insgesamt rund 8 Millionen Euro. Bei Untersuchungen sind laut der Stadtverwaltung weitere Mängel am Gebäude bekannt geworden. Aufgrund der Sanierung zieht Oberbürgermeister Daniel Rapp voraussichtlich im November um. Sein Büro bezieht er dann im gegenüberliegenden Lederhaus. Auch der erste Bürgermeister, Simon Blümke, wechselt das Gebäude. Seit 60 Jahren gibt es eine sonderpädagogische Schule in Wangen. Das wird in dieser Woche mit einem Festakt gefeiert. 1958 entstand, auch dank einer Initiative von Eltern, eine entsprechende Klasse, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer eigenen Schule entwickelte, die Martinstor-Schule. Seit kurzem gibt es an dieser auch eine sonderpädagogische Beratungsstelle zur Frühförderung. Zum Festakt kommt Mechthild Ziegler, Landesvorsitzende des Vereins Lernen fördern. Wir sind zurück im Journal. Jedes Jahr erzeugt ein Baden-Württemberger über 100 Kilogramm Müll. Die Ravensburgerin Alicia Dannecker wollte dabei nicht länger zusehen und hat in ihrer Heimatstadt Hals über Kopf einen Unverpacktladen eröffnet. Das Konzept? Mit den eigenen Behältnissen einkaufen und dabei Verpackungsmüll und Plastik sparen. Doch Alicia und ihr Team haben keine Gründererfahrung und nur wenig Kapital. Wird sie es schaffen, ihren größten Traum vom kleinen Beitrag zum Umweltschutz wahr werden zu lassen? Ich bin Alicia Dannecker und bin in Ravensburg geboren, bin also Ur-Ravensburgerin und ja, fühle mich hier sehr wohl. Ich hatte im Studium schon so eine Idee im Kopf, einen Wohlfühlort zu schaffen, einen Ort, an den die Menschen gerne kommen, das so ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Ich hatte immer so ein kleines Café im Kopf mit vielen bunten Kissen, wo die Leute zahlen, was sie möchten und einfach sein können. Und die Freunde haben mich immer belächelt und gesagt, ja, das hört sich alles schön und gut und romantisch an, Alicia, aber wie verdienst du denn dein Geld? Und
Ja, während ich dann so in Tuttlingen saß, im Büro, kam mir plötzlich dieser Gedanke von diesem Laden in den Kopf, an dem die Menschen bewusst einkaufen können. Und ich fing dann an zu recherchieren und zu gucken, wo gibt es sowas schon und gibt es sowas bei uns in der Region schon und wie kann sowas aussehen. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe meinem Freund erzählt, habe gesagt, du Björn, ich weiß jetzt, was ich machen werde. Und ich bin immer so, wenn ich so eine Idee habe und wenn ich merke, okay, das ist jetzt das Richtige und ich bin davon überzeugt, dann sprudel ich erstmal über vor Energie und Ideen und ich bin mit jeder Idee gekommen, was man alles machen könnte, was man alles integrieren könnte. Und ihn hat es so total überworfen, alles. Er saß nur noch da, ist immer kleiner, kleiner, kleiner geworden. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt ein bisschen ruhig sein und das erstmal sacken lassen. Ja, zuerst dachte ich, okay, wieder mal irgendeine Idee, mit der sie ankommt. Weil sie hatte ja schon ein paar Mal Ideen, die in die Richtung gehen. Der Name Wohlgefühl steht ja auch schon länger fest. Der war schon immer mit der Idee verbunden. Aber es war halt immer so, dass ich irgendwie dann gesagt habe, ja, okay, damit verdienst du kein Geld. Björn ist im Gegensatz zu mir eher der Rationalist. Überlegt immer genau, also es ist immer alles sehr wohl überlegt und ich bin da eher die Impulsive, ja, und mit den Visionen und er ist dann quasi derjenige, der das erstmal ein bisschen bremst und die Realität in das Ganze bringt. Ja, ich würde schon sagen, dass ich die Dinge grundsätzlich eher mal durchdenke und irgendwie so ein Worst-Case-Szenario-Denker bin und erstmal überlege, was kann alles schief gehen und so an die Dinge herangehe. Und gerade zum Unterschied von Alicia. Alicia denkt sich, was will ich haben und setzt einfach alles dran, irgendwie das zu erreichen. Er hat dann 3 Tage drüber nachgedacht und nachdem ich ihn dann auch in Ruhe gelassen habe, kam er dann irgendwann und meinte, ja Alicia, ich glaube, die Idee ist echt richtig gut und da unterstütze ich dich. Ich sage immer, wenn die Leute wissen wollen, worum es bei dieser ganzen Sache geht und was das bedeuten soll, verpackungsfreier Laden, verpackungsfreier Einkauf, dann erzähle ich, dass man eben die Möglichkeit hat, mit den eigenen Behältnissen hinzugehen, dass die Produkte nicht abgepackt sind, sondern dass man das alles lose befüllen kann. Und von daher ist es einfach dann eine schöne Möglichkeit, einzukaufen, ohne Müll zu erzeugen, aber gleichzeitig auch gesundheitsbewusst. Also als ich von diesem Laden gelesen habe, dass es den gibt und die Bilder gesehen habe, dachte ich schon, wow, dann bin ich einfach mal vorbeigelaufen, habe so reingespickelt. Aber man hat nicht viel erkannt und als ich dann wirklich das erste Mal drin stand, hatte ich sofort das Gefühl, okay, das ist es, das ist genau der perfekte Laden für deine Idee und eigentlich ist es zu früh, aber jetzt ist es da und jetzt soll es sein. Der öffentliche Dienst war für mich zwar eine interessante Erfahrung, sage ich jetzt mal, aber diese engen Strukturen dort, also das ist alles sehr hierarchisch. Man hat nicht so viele Freiheiten einfach. Man ist an viele bestimmte Strukturen gebunden, an die man sich halten muss. Ich hatte auch oft das Gefühl in meiner Arbeit, dass das, was ich tue, nicht so richtig draußen ankommt. Morgen geht's weiter mit den Heldenländle-Highlights im Journal. Ob Alicia Dannecker mit ihrem plastikfreien Konzept Erfolg hat, sehen Sie morgen im 2. Teil. Wir kommen zum Sport. Was am heutigen Tag in unserer Region alles passiert ist, hier unsere Sportnachrichten. Klarer Sieg in einem beinharten Duell.
Nichts, aber auch gar nichts haben sich die Handballer der TSG Eilingen 1 hier in Graugrün und die Jungs des HCH 2 in der Kreisliga A geschenkt. Am Ende bejubelte die Erste aus Eilingen einen verdienten 32:23 Heimerfolg, der vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallen ist. Überraschung gegen den Meister. Der EV Ravensburg ist mit einem überraschenden Sieg in die Saison in der Eishockey-Regionalliga gestartet. Gegen den amtierenden Meister SC Bietigheim gewann der EVR mit 7:3. Und das, obwohl die Ravensburger zahlreiche Strafzeiten kassiert hatten. Der TTC Tuttlingen steht vor einer schweren Saison. Der Tischtennis-Verbandsligist musste sich vor eigenem Publikum der TSG Heilbronn mit 2:9 geschlagen geben. Das war bereits die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel. Auf Tuttlinger Seite konnte nur das Doppel Stickel-Scherer und Detlef Stickel im Einzel punkten. Im nächsten Spiel am kommenden Samstag sind die Tuttlinger bei den Tischtennisfreunden Altshausen zu Gast, die als Tabellenzweite ihre bisherigen 2 Spiele gewonnen haben. Die Sonne hatte es heute hier und da schwer gehabt, durch die dicke Nebeldecke zu kommen. Ob sich die Nebelfelder morgen etwas schneller auflösen, das weiß Kai Zorn aus unserer Wetterredaktion. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es derzeit mit einem riesigen Hochdruckgebiet namens Victor zu tun. Das müssen Sie sich vorstellen wie einen großen Ballon, der wabert so hin und her. Und die Tiefs, die vom Atlantik herangezogen kommen, sind wie Tennisbälle und die werden richtig abprallen und umgelenkt. Und dieses Hoch bestimmt erst einmal mindestens bis zum Wochenende unser Wetter. Und diese Tiefstreifschüsse werden wir nur anhand von Wolkenfeldern merken. Nebelfelder gibt es erst einmal am Mittwoch und zwar ziemlich verbreitet in den Früh- und Vormittagsstunden. Am Nachmittag löst sich der Nebel größtenteils auf durch den Ostwind. Ein paar Restnebelfelder, die halten sich am Ostrand der Alb hierbei unter, sonst bei über 20 Grad, die sich geschützt in der Sonne wärmer anfühlen. Und beispielsweise haben wir vom Schwarzwald und von der Alb aus eine gigantische Sicht. Rund um den Bodensee starten wir auch erst einmal mit Nebel und Hochnebel. Richtung Ravensburg und Biberach bleibt er recht hartnäckig. Ansonsten setzt sich die Sonne durch und je nach Sonnenscheindauer geht es rauf auf 18 bis 23 Grad. Meist fühlen sich die Werte geschützt in der Sonne wärmer an. Die kommenden Tage bleiben dann einfach nur schön und sonnig. Es sind ein paar Wolkenfelder im Laufe des Donnerstags und Freitags unterwegs. Ansonsten ist es einfach nur wolkenlos. Die Nebelneigung wird am Wochenende am Bodensee dann wieder ein bisschen zunehmen, aber bis zum Nachmittag sollte sich das Ganze dann wieder aufgelöst haben und ein paar Wolkenfelder erwarten uns dann wieder am Montag. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit dem Journal für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten, immer wie gewohnt ab 18 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.